Verehrter Herr Dr. Bergel, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Haus des Deutschen Ostens ehrt heute mit einer literarischen Lesung und einer musikalischen Welturaufführung den Schriftsteller Dr. Hans Bergel, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Siebenbürger Sachsen. Hans Bergel durfte im Juli dieses Jahres seinen 95. Geburtstag feiern. Wir haben für diese Ehrung seiner Person und seines literarischen Schaffens einen besonderen Rahmen gewählt, die Allerheiligen Hofkirche in der Münchner Residenz. Dieser erste neoklassizistische Kirchenbau Europas entstand 1826 bis 1837 durch den Architekten Leo von Klenze auf Wunsch König Ludwigs I. von Bayern. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg blieb sie viele Jahrzehnte eine Ruine, bis sie Ende der 1990er Jahre wieder aufgebaut wurde. Bei diesem Wiederaufbau ging man so vor, dass die Spuren ihrer Zerstörung bis heute sichtbar sind. Sie zeigt also auch die Wunden ihrer Geschichte. Ich glaube, dass Hans Bergel die Symbolträchtigkeit dieses Ortes zu schätzen weiß. Im Rahmen dieser Aufzeichnung hören Sie die Grußworte des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Professor Dr. Bernd Fabricius, der Generalkonsulin von Rumänien, Julia Ramona Kiriak, des Direktors des Instituts für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropa an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. Florian Kürer-Wielach. Neben diesen begrüße ich zu Beginn hier vor Ort ganz herzlich den walisischen Komponisten David Bullock und Peter Clemente und sein String-Quintett. Ich begrüße auch herzlich meine Mitarbeiterin Dr. Lilia Antipov, den Moderator Josef Balasch und den Schauspieler Hannes Höchsmann. Mein besonderer Dank gilt der Verwaltung der Residenz München für die Möglichkeit, diese Festveranstaltung hier im würdigen Rahmen der Allerheiligen Hofkirche in München aufzeichnen zu können. Ich darf kurz die Bestandteile unseres heutigen Festprogramms nennen. Am Anfang steht eine szenische Lesung aus Werken von Hans Bergel mit meiner Mitarbeiterin Dr. Lilia Antipov, dem Literaturwissenschaftler, Autor und Moderator Josef Balasch und dem Schauspieler Hannes Höchsmann. Zwischen den einzelnen Teilen der Lesung werden die Grußworte eingefügt. Dann folgt ein Gespräch, das Hans Bergel mit meiner Mitarbeiterin Dr. Lilia Antipov geführt hat. Musikalischer Höhepunkt ist zum Schluss eine Welturaufführung des Quintetts Siebenbürgen des walisischen Komponisten David Bullock. Am Ende erheben alle Protagonisten dieser Aufzeichnung ihr Glas zu Ehren des Jubilars. Und nun bitte ich die Moderatoren, mit der szenischen Lesung zu beginnen, und allen, die zusehen, wünsche ich ein schönes und unterhaltsames und niveauvolles Festprogramm. Wir befinden uns in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz, ein würdiger Rahmen, denn wir feiern, wir ehren den Schriftsteller Hans Bergel in seinem 95. Lebensjahr. Wir tun das, indem wir aus seinem Werk lesen. Keine leichte Aufgabe. Denn Hans Bergel hat im Laufe seines langen Lebens 50 Bücher verfasst.
Mit der Prägnanz kleistischer Sprachkunst seien seine Texte geschrieben, urteilte ein Kritiker. Wie recht er hatte, Heinrich von Kleist, der die Wirklichkeit mit unbestechlichem Wahrheitssinn betrachtete, ist für Hans Berger stets ein Leitstern gewesen. Hans Berger, Schriftsteller und Publizist. Seine Romane, Erzählungen, Novellen, Gedichte, Essays, Tagebuchaufzeichnungen und Übersetzungen sind in mehreren europäischen Ländern erschienen. Hans Berger. Er ist der Akteur des heutigen Abends. Hans Berger, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Siebenbürger Sachsen. Notizen eines Ruhelosen. Tagesaufzeichnungen, Gröbenzell, 19. August 1997. In der Novelle Fürst und Lautenschläger, im Winter 1945-46 geschrieben, 1957 in Bukarest veröffentlicht, 1959 in Kronstadt Anlass meiner Verurteilung zu 15 Jahren Zwangsarbeit und Kerker, lautet der Schlüsselsatz: Ich bin keine Hure und meine Kunst erst recht nicht. 3 Stunden dauerte beim Prozess allein der Disput zwischen Staatsanwalt, Richter, Chef der Sachverständigenkommission und mir über den Sinn, Hinter- und Doppelsinn, politische Tendenz dieses Satzes. Ich bin keine Hure und meine Kunst erst recht nicht. Briefwechsel eines Juden aus der Bukowina mit einem Deutschen aus Siebenbürgen. 2. Brief, Gröbenzell, 11. Mai 1994, Berger an Winkler. Lieber Manfred, du sollst ebenso wissen, wer Hans Berger heute ist. Deine Ankunft Anfang 1959 in Israel fiel etwa in die Zeit meiner 3. Verhaftung. 5 Schriftsteller wurden wir im September 1959 in einem Gruppenprozess zu insgesamt 95 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Motiv: Verbrecherische Unterwühlung der sozialistischen Gesellschaftsordnung durch Agitation. In meinem Fall ging es um einen Satz in einer 1957 in Bukarest veröffentlichten Novelle historischen Inhaltes, in der ich einen Vaganten zum Fürsten sagen lasse: Ich bin keine Hure und meine Kunst erst recht nicht. Interpretation vor Gericht: Der Vagant, das bin ich. Der Fürst, das ist die kommunistische Macht. Die Weigerung des Vaganten, ein Loblied auf den Fürsten zu singen. Dem hatte ich nichts hinzuzufügen. Und der Vagant blieb weiterhin unbeugsam. Zeit vergeht, der Autor Hans Berger wechselt das Land und bleibt weiterhin unbeugsam. Und als es dann doch zu viel war, stieg er im Dezember 1982 auf die Rednertribüne und hielt die Rede vor dem Kölner Dom. Es waren 6.000 Demonstranten anwesend. Diese Rede wurde zu einer grundsätzlichen Abrechnung mit der Bukarester Minderheitenpolitik seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die donnernden Worte des ersten Satzes: Es gibt eine Grenze des Hinnehmens und Schweigens, die zu überschreiten den Verrat am Gebot der politischen Vernunft bedeutet. Diese Worte klingen wie ehemals die Worte Catos, Ceterum censeo
Karthaginem. Es gibt eine Grenze des Hinnehmens und Schweigens, die zu überschreiten den Verrat am Gebot der politischen Vernunft bedeutet. Alles Zumutbare ist nur so lange erträglich, solange die Würde des Menschen nicht verletzt wird. Menschliche Würde wird mit Füßen getreten. Wer dazu schweigt, macht sich nicht allein am sittlichen Auftrag schuldig, den jeder von uns wahrzunehmen angehalten ist. Er handelt zugleich im Sinne der Menschen- und Menschenrechtsverächter. Wir, die wir uns hier versammelt haben, sind entschlossen, jenen Verächtern diesen Gefallen nicht zu tun. Und Hans Bergerl schließt seine fulminante Rede mit den Worten: Wir appellieren an alle Weltorganisationen, die die Wahrung der Menschenrechte und der Freizügigkeit zu ihrem Anliegen machen. Und wir appellieren schließlich an jene Geister der rumänischen Geschichte, die nicht verblendet sind von der Hybris nationalistischer Ausschließlichkeit, sondern sich den Blick für die kostbarste Gabe der Schöpfung bewahren, die Vielfalt menschlicher Bekundungsformen. Und von diesem für uns Siebenbürger historischen Platz aus erklären wir uns solidarisch mit unseren Landsleuten im Südosten. Wir rufen ihnen zu: Wir lassen euch nicht im Stich. Wir vergessen euch nicht. Wir sind bei euch, solange wir atmen und so wahr uns Gott helfe. Es sind genau 2947 Worte, die in die Geschichte der Siebenbürger Sachsen eingehen werden, wenn sie nicht schon eingegangen sind. Lieber Herr Professor Weber, lieber Hans Bergerl, liebe Landsleute, es gibt in meinem Amt als Beauftragter der Bundesregierung für Auswählerfragen und nationale Minderheiten immer wieder Einladungen, die ich besonders gern annehme. Die Festveranstaltung mit der Prägnanz kleistischer Sprachkunst, Ehrung des Schriftstellers Hans Bergerl in seinem 95. Lebensjahr, ist mit Sicherheit eine davon. Insofern habe ich mich über die Einladung zur Teilnahme, auch wenn virtuell, an diesem Ereignis und für die Möglichkeit, ein Videogrußwort an Sie zu richten, sehr gefreut. Es ist mir eine Ehre, Ihnen allen zunächst herzliche Grüße und die besten Wünsche der Bundesregierung, insbesondere von Herrn Bundesinnenminister, heute sage ich lieber Bundesheimatminister Horst Seehofer, zu überbringen. In meiner Person spricht heute vor Ihnen nicht nur der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sondern auch ein Siebenbürger Sachse. Und ich bin dem Haus des Deutschen Ostens in Bayern sehr dankbar dafür, die trotz der widrigen Umstände und der damit einhergehenden notwendigen Einschränkungen würdige Ausrichtung dieser Festveranstaltung. Meine Damen und Herren, Hans Bergerl hat die heutige Hommage mehr als verdient. Als Schriftsteller und Journalist ist er schlicht gesagt eine Größe. Mit seiner Belletristik, mit seinen humorvollen und zugleich ernsthaften, stilistisch brillanten und stets wahrhaftigen literarischen Darstellungen von Siebenbürgen und seinen Menschen erreicht Hans Bergerl einen breiten Leserkreis im In- und Ausland. Seine mit bewundernswerter Sprachgewalt und Sachkenntnis verfassten Erzählungen eröffnen immer wieder neue Perspektiven und machen die sächsische Kultur auch für Menschen zugänglich, die zu Siebenbürgen und seinen Grundthemen Geschichte, Landschaft, Burgen, Mehrvölkerraum keine Berührung hatten. Hans Bergerl ist in der Tat ein Brückenbauer. Rund 20 Jahre war er Schriftleiter der Siebenbürgischen Zeitung. Er war es, der aus dem Mitteilungsblatt eines Vereines für seine Mitglieder ein Kommunikationsorgan und politisches Handlungsinstrument gemacht hat, zu Ceausescus Zeiten noch gegen die krassen Menschenrechtsverletzungen in Rumänien und in Deutschland zur Beheimatung der Siebenbürger Sachsen. Auch hier, heute noch geschätzt und gelesen,
nicht nur in sächsischen Kreisen, sondern auch in der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, sein weit gespanntes Lebenswerk verbindet Raum und Zeit. Er ist ein Siebenbürger Sachse, der heute in Bayern lebt und sowohl in Rumänien als auch in Deutschland gelesen und geschätzt wird. In seiner neuen wie alten Heimat gilt er als Autor, dem Vielfalt der Ausdrucksebenen, Beherrschung unterschiedlicher Genres, Meisterschaft als Novellist, Romancier, Lyriker, Essayist und Übersetzer bescheinigt wird. Sein langes Leben macht ihn Zeuge eines ganzen Europa in einer neuen Epoche, ja beinahe eines kompletten Jahrhunderts voller Umschwünge, gezeichnet durch den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen, aber auch gesegnet durch ein geeintes, friedliches, demokratisches und wohlhabendes Europa. Denjenigen, der diese modernen Errungenschaften heute so leichtsinnig relativieren und in Frage stellen, sei die essayistische Lebensleistung Hans Bergels eine Mahnung. Dank seinem umfangreichen literarischen Wirken hat Bergel einen festen Platz im Kanon der siebenbürgischen Literatur und im siebenbürgisch-kulturellen Erbe. Die siebenbürgisch-sächsische Kultur und somit auch die Literatur der Siebenbürger Sachsen sind ein fester Bestandteil unserer gesamtdeutschen Kultur und Literatur. Es ist auch diese Kultur, deren Einrichtungen und Vermittlung die Bundesregierung im Rahmen des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes fördert. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, in dem die Heimatpolitik innerhalb seines breiten Aufgabenportfolios einen hohen Stellenwert genießt, unterstützt seit Jahren mit seinen verständigungspolitischen Maßnahmen das siebenbürgisch-sächsische Leben in Deutschland. Dies ist ein Ausdruck der grundsätzlichen Wertschätzung, welche die Bundesregierung den Siebenbürger Sachsen für ihren ausgeprägten Gemeinschaftssinn und ihr starkes Heimatgefühl entgegenbringt. Hans Bergel ist Teil davon. Lieber Hans Bergel, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und gerade in dieser bewegten Zeit viel Gesundheit. Der Festveranstaltung zu Ehren Hans Bergels wünsche ich gutes Gelingen. Vielen Dank. Siebenbürgen, süße Heimat. Ja, doch, auch. Die Auseinandersetzung mit der wundersamen Sprache der Siebenbürger Sachsen in einem Radiofeature, das 1982 im Bayerischen Rundfunk gesendet wurde, Titel: Wie Sie den lieben Gott ums tägliche Brot bitten. Die Siebenbürger Sachsen und ihr Dialekt, Autor Hans Bergel. Würden die Siebenbürger Sachsen den lieben Gott alle zugleich um das tägliche Brot bitten, so müsste er kopfschüttelnd abwinken und sie auffordern, der Reihe nach vor ihn zu treten. Denn die Vaterunser-Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, erklingt in ihrer Mundart in hundertfacher Abwandlung. Kaum ein zweiter deutscher Volksstamm, sagen die Mundartforscher, kennt bei aller Einheit die Uneinheitlichkeit des Idioms, die es bei den Siebenbürger Sachsen gibt. Schon von Ort zu Ort weichen die Mundartschattierungen mitunter so erheblich voneinander ab, dass zwischen den Bewohnern zweier Nachbardörfer oder Gemeinden leicht Schwierigkeiten der Verständigung auftreten können. Was sie aber alle verbindet, ist die verblüffende Übereinstimmung des Siebenbürgisch-Sächsischen mit dem Luxemburgischen. Darüber berichtet auch eine Anekdote. Ein junger Siebenbürger, der in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts an der Universität Köln studierte, machte sich eines Tages ins nahegelegene Luxemburg auf, um sich an Ort und Stelle darüber zu unterrichten, was es mit der gerade damals von den Mundartforschern viel diskutierten Verwandtschaft zwischen den Deutschen in Siebenbürgen und den Luxemburgern auf sich habe. Er kam in die Stadt Echternach, als dort gerade Markttag war. Bauern und Bäuerinnen aus den umliegenden Dörfern boten Obst und Gemüse feil.
Viele Menschen hielten sich zwischen den Verkaufsständen auf, sodass der Student sich ohne Mühe seinen Sprachstudien hingeben konnte. Er brauchte den Menschen ja nur zuzuhören. Und obgleich des Luxemburgischen in keiner Weise mächtig, verstand er zu seiner Verwunderung das meiste von dem, was rings um ihn gesprochen wurde. Da entschloss er sich, die Probe aufs Exempel zu machen. Er bat eine Bäuerin in siebenbürgisch-sächsischer Mundart um einige Äpfel. Während die Bäuerin die Äpfel wog, unterhielt er sich weiter in der heimatlichen Mundart mit ihr, zahlte dann und wollte gehen. Da fragte ihn die Frau, die seine Sprache als seltsam klingend empfand, ob er denn aus dieser Gegend stamme. Nach kurzem Zögern antwortete der junge Mann: Ja, doch, gewiss, das könnte man sagen. Die Bäuerin betrachtete ihn eine Zeit lang nachdenklich, dann schenkte sie ihm einen Apfel und sagte: Armer Junge, da warst du aber sehr lange in der Fremde. Worauf der Siebenbürger lächelnd und im Übrigen der Wahrheit durchaus die Ehre gebend geantwortet haben soll: Ach ja, an die 800 Jahre werden's wohl sein. Was die gute Frau, wie die Anekdote meldet, sprachlos gemacht haben soll. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Bergl, im Namen des Instituts für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu Ihrem 95. Geburtstag. Ihre Biografie weist eine Reihe von Berührungspunkten mit unserem Institut auf, insbesondere mit der Vorgängereinrichtung, dem Südostdeutschen Kulturwerk und den Südostdeutschen Vierteljahresblättern, die heute Spiegelungen heißen. Ihr schriftstellerisches und publizistisches Schaffen kann für die Wissenschaft kaum hoch genug eingeschätzt werden, denn Ihr Name steht für eine ganz besondere, gleichzeitig einzigartige und repräsentative Art, Ereignisse, Epochen und Lebensräume zu erinnern und festzuhalten. Ein europäischer Gemeinschaftsgedanke ist dabei stets ein sichtbares Leitmotiv in Ihrem Schaffen. Auch aus diesem Grund sind wir dankbar und froh, dass Sie dem IKGS Ihren Vorlass anvertraut haben, der hoffentlich noch viele, viele Jahre weiter an Umfang gewinnt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen zu Ihrem Geburtstag alles Gute, Gesundheit und Schaffenskraft. Das Thema Heimat bleibt eine Konstante im Werk Hans Bergls. 1977 erscheint sein erster Roman, geschrieben in Deutschland, Tanz in Ketten. Kaltendorf saß unbewegt, das Gesicht maskenhaft starr. Da fragte der Doktor mit lauter, fordernder Stimme: Herr Kaltendorf, darf ich wissen, wie Sie über die Verbindlichkeit unserer einst gemeinsam erfahrenen Not denken, seit Sie nicht mehr gezwungen sind, unter uns zu leben, mit denen Sie ja lediglich ein Versehen der Geschichte zusammenführte, sondern sich in Freiheit unter den Menschen Ihrer Muttersprache bewegen dürfen? Kaltendorfs hellgraue Augen, als jetzt das Kerzenlicht für den Bruchteil einer Sekunde über sie glitt, hatten einen Ausdruck ungewohnter Härte. Er sah Dr. Braha lang an. Wen fragen Sie das, Doktor? Sagte er kühl, da Sie meine Antwort doch kennen. Meine Sprache ist die Sprache Pandurus, Giselas, Kollars. Es ist die Sprache Peters, Veneras, die Stellas und des Professors. Meine Sprache ist Ihre Sprache, Doktor, so wie Ihre die meine ist. Es ist die Sprache der gemeinsamen Erfahrung. Eine andere kenne ich nicht.
auch nicht, seit ich in Freiheit lebe und hier auf so erschreckend viele Narren stoße, die nicht mehr wissen, was das ist, Freiheit. War es dies, was Sie hören wollten? Aber ich will Ihnen jetzt alles sagen, Doktor, fuhr Kaltendorf fort. Vielleicht bin ich und bleibe ich ein Fremder in diesem Land meiner Muttersprache, in dessen Erde mein Vater liegt und dessen Bürger ich nun wieder bin, so wie meine Großväter es waren, ehe sie dies Land aus einem Versehen der Geschichte heraus, wie sie sagen, verließen. Aber ganz entschieden ein Fremder bin ich im Land meiner Geburt und Kindheit, in dem sie und ich nach dem Willen jener Bestien, von deren Beschränktheit sie sprachen, zu gehorsamen Kadavern vermodern sollten. Heimat, Dr. Bracha, und von ihr ist doch hier die Rede, sofern ich Sie recht verstehe. Heimat darf für uns heute nur in uns selber liegen. Wollen wir den Fußbreitboden retten, auf dem morgen die Heimat wieder möglich sein soll. Ein Schreiben aus Berlin, das mich vor 10 Tagen erreichte, beantwortete ich heute mit den folgenden 5 Sätzen auf einer Ansichtskarte. Ich bin Erzähler. Sofern ich Gedichte verfasse, sind sie Sprach- und Ausdrucksexperimente, stilistisches Training eines Erzählers. Mehr nicht. Sollte mir darüber hinaus in diesem Bereich etwas gelungen sein, nehme ich es gerne zur Kenntnis. So gesehen danke ich für die anerkennenden Zeilen. Ein frühes Gedicht, Andreas Birkner, 1960 gewidmet. Titel: Kerkerfestung Nummer 13, Žilava. Ist es der Nachtwind, der unsere Stirnen streift? Wie schnell die Zeit rinnt, wie früh ein Leben reift. Wir knien und kauern vor dem verschlossenen Tor, Herbststimmen schauern vorbei an unserem Ohr. Wie fremd die Hände im schwarzen Dunkel ruhen. Ist es das Ende? Will sich kein Licht auftun? In diesen Gründen ist uns ein Sinn gestellt, dass wir bestünden in uns die Not der Welt. Dem Freund Andreas Birkner widmet Hans Bergl eines seiner Lebensbilder, 2009 publiziert. Wir lernten uns näher kennen, nachdem wir uns im September 1959 im Transitgefängnis Zeiden, Kodlia bei Kronstadt in Rumänien, Abteilung politische Häftlinge, Zelle 19, im Geräusch der außen zuschlagenden Riegel an der Eisentür wiedergesehen und uns umarmt hatten. Das haben wir gut gemacht, flüsterte er mir ins Ohr. Die Staatsanwälte und Richter haben ganz schön geschwitzt und geflucht. Über das ganze Gesicht lachend sah er mich an. Nach 9 Monaten der Gemeinsamkeit im Zeidener Gehäuse, wie er es nannte, während derer wir in den überfüllten Zellen die Lagerstadt Kopf bei Fuß teilten, wurde er in die berüchtigte Pfaffenzelle des Kerkers im mittelsiebenbürgischen Städtchen Gerla verlegt.
Um die Mitte der 70er Jahre waren wir beide Gäste einer Literaturgesellschaft mit der Verpflichtung für 5 Leseveranstaltungen in württembergischen Ortschaften. Der erste Leseabend fand auf der Burg Stettenfels statt. Vielleicht eingedenk der zurückliegenden Gemeinsamkeit im Gehäuse. Jedenfalls mit unserem Einverständnis brachten uns die Gastgeber für die Nacht nach der Lesung im obersten Gemach eines aus meterdicken Steinen errichteten, reckenhaften Turms unter. Der Rundblick auf die herrliche Landschaft begeisterte uns. Nach geglückter gemeinsamer Lesung vor vollem Saal und intensivem Disput suchten wir unser Schlafgehäuse auf. Nach Mitternacht froren wir trotz mehrerer Kamelhaardecken erbärmlich. Der herbstliche Nachtwind pfiff und jaulte in Klageakkorden um die Mauern und ließ keinen von uns an Schlaf denken. Es ist schlimmer als im 3. Kellergeschoss des Forts Jilava, knurrte ich. Dort gab's gefrorenen Schimmel an den Wänden, aber keinen Wind. Komm, rief mein Freund aus der anderen Ecke des stockdunkeln Raums. Machen wir's wie in der Zelle 19, Kopf bei Fuß. Ich kroch zu ihm ins Bett, Kopf bei Fuß. Ich erinnere mich dieser Burgnacht, weil es in der halben Stunde, ehe wir einschliefen, zum einzigen Gespräch kam, das wir je miteinander über unseren Prozess führten. Der Tanz in Ketten, Roman, 1977, Seite 253. Es muss wenig nach Mitternacht gewesen sein. Ich war gerade am Einschlafen, als wir von einem Dröhnen hochgerissen wurden, das wie die Schläge eines riesigen Hammers mitten aus der Zelle stieg, als käme es aus der Erde unter uns. Als ich auffuhr, sah ich die Männer rechts und links von mir mit Entsetzen vom Schlaf verquollenen Gesichtern aus den Eisenbetten springen. Dem Mann auf dem Bett nebenan klapperten die Zähne. Die unheimlichen Hammerschläge waren von einem Prasseln begleitet, das wie das Niederstürzen eines Eisenberges klang. Der Lärm war ohrenbetäubend. Er brach sich an den Steinwänden und Gewölben und verzehnfachte sich, da er nirgends einen Ausweg fand. Ich kroch auf meinem Bett hastig nach vorne. Schrittweit von mir entfernt sah ich Gordan, den Hirten. Er war nackt. Er hatte nur die Kette und die Kugel an den Füßen. Die mächtigen Schultern und die fuchsroten Haare, die seine Brust bedeckten, glänzten. Ich sah ihn zum ersten Mal unbekleidet. Der Körper war von athletischer Wucht. Gordan tanzte. Er hatte die Arme hochgestreckt, die nackten Füße stampften auf den Boden, die Eisenkugel an der Kette sprang ihm zwischen den Knöcheln im Rhythmus der Tanzschritte auf und ab. Die handbreiten, grob geschmiedeten Metallringe, die ihm um die Fesseln lagen, rissen Kette und Kugel mit. Gordan hatte die Augen geschlossen. Die Adlernase gab dem Gesicht das Aussehen eines Raubvogels. Er tanzte mit einer wilden Hingabe, wie ich es niemals
wieder bei einem Tänzer gesehen habe. Er schlug sich in die Hände und auf die Schenkel. Er schleuderte die Arme nach oben und seitwärts, federte vom Boden ab und drehte sich in den Sprüngen im Kreis, als sei er gewichtlos. Jedes Mal, wenn die Fußsohlen in dumpfen Lauten die Wirbel auf den Stein stampften, dröhnten die Kettenglieder und die Kugel. Es sah aus, als trügen die Wirbel den Mann über der Erde. Ich hatte die Art des Tanzes sofort erkannt. Es war ein Hirtentanz aus den Maramureser Bergen. Die Männer unten hatten einen Kreis um Gordon gebildet. Sein Gesicht mit den harten Zügen war wie aufgelöst. Schweiß rann ihm über die Wangen und über die Schultern. Und die ausgehungerten Gesichter rings um ihn, Sekunden vorher noch vom Entsetzen gezeichnet, begannen zu glühen. Es dauerte nicht lange, bis auf dem Korridor die Alarmsirene ertönte und die Tür aufflog. Offiziere und Unteroffiziere mit Maschinenpistolen und Schlagstöcken bewaffnet stürzten herein. Die 300 Männer, die um Gordon versammelt waren, begannen durcheinander zu rennen. Sie suchten ihre Betten, sie versteckten sich, wo sie konnten. Im Nu war die Zelle wie leer gefegt und der tanzende Hirte von den Uniformierten umstellt, die Mündungen der Waffen auf ihn gerichtet. Ich sah einen Offizier mit geschwollener Halsader etwas schreien, aber ich hörte ihn nicht. Ich weiß nicht, was die Uniformierten davon abhielt, sich auf Gordon zu stürzen, auf ihn einzuschlagen, ihn zu Fall zu bringen und in eins der Verliese unter der Festung zu schleifen. Doch solange er tanzte, machte keiner von ihnen eine Bewegung. Als er aufhörte und in der je eintretenden Stille die Arme sinken ließ, hallte das Dröhnen nach. Und als er zu seinem Bett ging, ließ der Leutnant mit dem riesigen Unterkiefer die Pistole sinken und trat zur Seite. Wenige Augenblicke später waren wir allein. Die Schritte auf dem Korridor verklangen. Die Stille war nun kaum erträglich. Der Tanz. Der Mensch tanzt bei Freud und, wir haben es gehört, bei Leid. Wenn der Schmerz sich ins Unermessliche verdichtet, dann gibt es in äußerster Verzweiflung den Tanz. Der Dichter Hans Bergel ist von Gestalten, die eine gewisse Kraft ausstrahlen, fasziniert. Er lässt den Hirten Gordon in Ketten tanzen. Er setzt dichtend auch einem anderen Repräsentanten eines Hirtenvolkes aus Afrika, einem Volk, dem in Kolonialzeiten ein großes Unrecht getan wurde, ein Denkmal. Herero-Tänzer. Noch mehr. Er nennt seinen 2012 publizierten Gedichtband Der schwarze Tänzer. Herero-Tänzer. Über dem Abgrund am Rande der Nacht schwebt auf seinem Schritt der Tänzer. Flammen auf schwarzer Stirn, das zuckende Weiß im Aug, die Hand mit dem Dolch gerichtet aufs Herz. Der schwarze Tänzer über dem Abgrund auf wirbelndem Schritt und die Geister. Speere im Feuer, Rufe der wägenden Männer, der winselnden Weiber und Kinder, Wehgeheul in den dunklen Wunden der Nacht. Der Tänzer allein, hoch auf dem trommelnden Schritt am Rande der Nacht, rettet uns vor der Tiefe. Der schwarze Tänzer im stürzenden Licht der Nacht
Nacht am Rande des Himmels über dem Abgrund. Zweite Hälfte des Dezember 1989. Im noch sozialistischen Rumänien brodelt es. Man stürzt den Diktator Ceausescu. Am 20. Dezember 1989 hält Hans Bergel die Rede vor der Feldherrnhalle in München. Die Würfel sind gefallen. Dort, in jenem südöstlichen Land, dies dürfen wir nicht vergessen, erhob sich dasselbe Europa, dem auch wir hier geistig und geografisch, historisch und religiös angehören. Und alle drei, insbesondere in jener Landschaft des Banats zusammenlebenden Völker, Rumänen, Ungarn und Deutsche, haben gleichermaßen Anteil am moralischen Gut solchen Freiheits- und Würdebegriffs und seiner Bewahrung auch in der letzten der ausweglosen Stunde. Die Solidarität zwischen ihnen, wenn historisch auch immer wieder auf Zerreißproben gestellt, muss heute und künftig das A und O ihrer politischen Existenz über alle nationale Angrenzungen hinaus sein. Oder sie müssen sich miteinander und jeder für sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht begriffen zu haben, was ihnen die Geschichte mitteilen wollte. Jeder Ausklammerungsversuch des Einzelnen aus dem Anspruch dieser Mitteilung bedeutet die Stärkung des gemeinsamen, noch lange nicht besiegten Feindes. Wenn wir aus der leidvollen europäischen Geschichte eines gelernt haben müssen, dann ist es die Überwindung der nationalen Denkgrenze in den größeren, umfassenderen europäischen Raum hinaus, denn nur in ihm sind ja auch unsere nationalen Spezifika gut aufgehoben. Gilt dies nicht genauso für die Briten, die sich hier schwer tun? Für die Deutschen, die es aus ihrer besonderen Lage heraus tun müssen? Für die Franzosen, denen es nicht leicht fällt? Es gilt noch viel nachdrücklicher für die auf dem Territorium Rumäniens neben und miteinander lebenden Rumänen, Ungarn, Deutsche und alle anderen. Der maßlose, bis zur Perversität kultivierte und angeheizte Nationalchauvinismus roter Faktur, wie das kommunistische Bukarest ihn noch bis gestern praktizierte, zeigt überdeutlich, ja geradezu gespenstisch, wohin menschliche Würde, menschliches Lebensrecht und menschliches Selbstverständnis führen, wenn der Gedanke des Nationalen über alles andere gestellt wird. Die Nationalität ist lediglich das Kleid, das wir tragen und in dem wir uns der Welt zeigen. Die Humanität aber ist die Aufgabe, in deren Dienst wir alle stehen. Wir werden dies begreifen oder alle miteinander untergehen. Wir gratulieren Ihnen herzlich zur feierlichen Stunde und wünschen Ihnen anlässlich Ihres 95. Geburtstages alles erdenklich Gute, Gesundheit und weiterhin viel Lebensfreude und Inspiration. Sie sind eine der berühmtesten Persönlichkeiten der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinde und Ihr wichtiger Beitrag zur Bereicherung des rumänischen, deutschen und universellen Kulturerbes ist unbestreitbar. Dieses wurde auch durch das Verleihen des Kulturverdienstordens im Rang eines Offiziers bekräftigt, der Ihnen vom Präsidenten Rumäniens erteilt wurde. Lieber Herr Berger, sowohl Ihr Werk als auch Ihr Leben sind eine Inspirationsquelle für uns alle.
Im Namen des rumänischen Generalkonsulats in München, mit dessen Werdegang Sie auch verbunden waren, aber auch im Namen meiner Generation und denen, die uns folgen, danke ich Ihnen für das, was Sie uns beigebracht haben. Freiheit ist in erster Linie ein Geisteszustand. La Mulțumim. Die Wiederkehr der Wölfe, Roman, Kapitel 6. Großvater sagte: Na, mein Frager, ich warte schon die längste Zeit. Er sah mich von der Seite an. Irgendwas willst du loswerden. Ich höre. Wir waren vom Geruch des Tannenharzes und der Tannennadeln umhüllt. Ich will mit dir über das Töten reden, sagte ich, wenn einer jemanden tötet. Ich schwieg. Ich hörte nur unsere Schritte. Großvaters Atem hörte ich nicht mehr. Ich sah, dass er die glimmende Zigarette vor sich auf den Steinweg warf und im Gehen zertrat. Ist es wichtig, fragte ich, wie er es tut? Jetzt hat Großvater diesen zuckenden Schatten in den Augen, dachte ich. Ich kenne das, ich sagte. Ich meine, als du den Ioan Garugan erschossen hast, auf der Jagd. Damals, der Richter sprach dich frei. Es war ein Versehen, ein Versehensschuss. Das hätte ich nicht sagen sollen. Es überlief mich kalt, als ich an Großvaters Augen dachte. Je weiter wir gingen, umso finsterer und kühler wurde es. Wir gingen etwa 100 Schritte, ehe er sich wieder im Griff hatte. Ich spürte es. Er sagte ruhig: Der Täter darf dem Opfer nicht die Würde nehmen. Will er nicht die eigene Würde und dazu die Glaubwürdigkeit verlieren? Nach einigen Schritten: Das meinst du doch, oder? Ja, sagte ich, das meinte ich. Aber töten ist töten. Im Jahre 2005 erscheint in München in der Neuen Kronstädter Zeitung ein Gedicht, Titel Credo. Ein gewagter Titel, denn ich glaube, so die Übersetzung, ist im christlichen Sinne ein Glaubensbekenntnis. In der Musik, und wir wissen, dass Hans Bergel auch Musiker ist, ist das Credo zentraler Bestandteil der großen Messvertonungen. So bei Bach, bei Mozart oder bei Beethoven. So gesehen ist dieses Gedicht eine Richtschnur des Bergelschen Lebens, Denkens, Fühlens und Schaffens. Credo. Ich weiß nicht, wo die Fahrt hingeht und nicht den Weg, der weiterführt, nicht welcher Wind mich wann verweht und wo sich meine Spur verliert. Ich weiß nicht, was der Abend bringt, wenn früh ich aus dem Schlaf erwacht und ob der Geist, der mich durchdringt, mich trägt bis in die nächste Nacht. Durch mich hindurch geht das Geschehen, aus dem mein Leben sich ernährt. Es kann auch ohne mich bestehen. Es kennt mich nicht noch meinen Wert. Nur ich bin's, der mich vorwärts treibt, ins Ungewisse Schritt für Schritt. Wer fragt danach, ob etwas bleibt von dem, wofür ich litt und stritt?
Ich leb umgrenzt von meiner Zeit. Ich denke dies und wage das. Was soll ich in der Ewigkeit, wenn ich's nicht hier und heute fass? Ich begreife mich als einen Südosteuropäer mit deutscher Muttersprache. Erzogen und aufgewachsen im Zeichen des kategorischen Imperativs, des lutherischen Verständnisses des Christentums und des goethischen Weltbürgertums. Und damit meine ich auch den Anspruch, ein Europäer zu sein, abzudecken. Also als Deutscher in einer Mehrvölkerstadt aufzuwachsen und zu leben, so wie in meinem Fall in Rumänien, hat für den Nachdenklichen besonders zu einem Ergebnis. Ich habe früh gelernt, von Kind an gelernt, dank der Begegnung mit Rumänen, die in Siebenbürgen, woher ich komme, Siebenbürgen deckt eine Fläche ab, etwa von der doppelten Größe der Schweiz, hat vielleicht 6 Millionen Einwohner. Das sind vor allem Rumänen, Ungarn. Siebenbürgen gehört seit genau 100 Jahren zu Rumänien, aber hat über 1000 Jahre zu Ungarn gehört. Und entsprechend viele Ungarn leben heute noch dort. Mitglied einer kleinen Minderheit. Wir Deutschen waren bestenfalls 250.000 da. Rumänen zählten und zählen heute nach 4-5 Millionen, Ungarn nach etwa 3 Millionen. Unter fremden Völkern aufzuwachsen, und zu den Rumänen und zu den Ungarn, das muss gesagt werden, kommen die Romas, die Zigeuner, die auch einen erheblichen Teil, nicht nur der Anzahl nach bildeten, sondern auch im Selbstverständnis der dort lebenden Völker. Zigeuner hatten oder die Roma, bitte um ja nur auf der Höhe der Ausdruckszeit des Ausdrucks zu bleiben, auf der Höhe der Zeit des Ausdrucks zu bleiben. Die Roma nahmen eine wichtige Rolle auch in der zwischenmenschlichen Beziehung ein. Die Begegnung mit fremden Völkern führte zu einem permanenten Prozess der Selbsterkenntnis, indem ich als Kind schon beobachtete, dass der Rumäne zum Beispiel in dieser oder jener Frage anders denkt und die Welt anders sieht als ich, erkannte ich auch ein Stück von mir, das gleiche im Umgang mit den Ungarn. Und ich habe dieses Verständnis des Umgangs, des Internationen-Umgangs, des internationalen Umgangs mitgebracht in den Westen. Das Endergebnis dieser Lebenserfahrung von Kindern ist und war und ist, dass ich niemanden beurteilen kann und beurteile instinktiv, ohne mir da eine Vorschrift machen zu müssen, seiner Nationszugehörigkeit gemäß, sondern ich beurteile einem Menschen das, was er mir an menschlicher Substanz entgegenbringt, völlig abgesehen davon, welches nationale Kleid er trägt. Und diese Erkenntnis, die ich von Kind auf mitbekommen habe, die bestimmt mein Verhalten, hat mein Verhalten auch in den 50 Jahren bestimmt, die ich nun im Westen lebe. Also insofern auch als der Einfluss auf mich als Schriftsteller ist, dass ich in Büchern oder bei Themen, die den Südosten betreffen, also in diesem Fall den rumänischen Teil Südosteuropas, selbstverständlich diese Völker mit in das Bild, das ich von der Landschaft, auch von der Kulturlandschaft habe, von der geistigen Landschaft, dass ich die ständig mit einbeziehe. Wobei für mich das Interessante war,
erst als ich reifer wurde, wurde mir das bewusst, dass die Latinität, die Rumänen sind ja ein romanisches Volk, also sie gehören der lateinischen Sprachfamilie an, die Latinität in der Kultur, in der Geisteskultur der Rumänen, mir später enorm geholfen hat, im Verständnis dessen, was französischer Esprit, was italienischer Geist ist, das alles habe ich mir alles viel leichter erschlossen als andere über den Weg der Latinität der rumänischen, des rumänischen Kulturverständnisses. Der Ort hat mich entscheidend geprägt, meine ich. Rosenau ist ein Ort, der am südöstlichsten in der Provinz Siebenbürgens liegt und von Deutschen gegründet wurde. Es gibt keinen ehemals deutschen Ort, der so weit im Südosten liegt, schon mittendrin eigentlich in den Südkarpaten. Und da war es nicht nur die Landschaft, die mich geprägt hat, die mich zum Wanderer, zum Tourengeher, zum Skiläufer gemacht hat und zum Naturliebhaber natürlich gemacht hat, ohne dass mir das sehr bewusst war, sondern es war auch die mittelalterliche Burg, die auf einem großen Bergfelsen den Ort überragte und deren Bild ich zum Beispiel aus meinem Zimmer in meinem Elternhaus ständig sah, oder erst als ich auf der Straße war. Und diese Burg, die mir, je älter ich wurde, umso mehr zu denken gegeben hat, sodass ich anfing zu lesen, hat in mir das historische Interesse geweckt. Insofern ist Rosenau für mich entscheidend gewesen mit diesen beiden Aspekten. Der Nähe, der unmittelbaren Nähe der Natur und der unmittelbaren Nähe dieser Burg, die mir Geschichtsbegreifen nahegebracht hat. Ich mag diese deutsche Wortakrobatik von Rumänien, Deutsch und so nicht. Ich bin ein deutscher Schriftsteller, damit ist der Fall klar. Ich bezeichne ja auch Günter Grass nicht als einen Danziger deutschen Schriftsteller, sondern einen deutschen Schriftsteller, der Siegfried Lenz nicht als einen masurischen deutschen Schriftsteller oder den Böll als einen Kölner deutschen Schriftsteller. Das sind deutsche Schriftsteller. Ich bin, da meine Muttersprache die Deutsche ist, ich mich in der deutschen Sprache ausdrücke, ich bin ein deutscher Schriftsteller. Ich meine, dass ich die von Deutschen in Siebenbürgen im Laufe von rund 800, schon über 800 Jahren entwickelte Literatur, sie haben sehr früh eine eigene Literatur, ich selber habe eine Literaturgeschichte der Deutschen in Siebenbürgen geschrieben, vor etwa 20 Jahren. Wenn man mich fragt, welches der Unterschied zu der in Siebenbürgen lebendigen Literatur der dort lebenden Rumänen oder der dort lebenden Ungarn, der dort lebenden Roma, sie haben auch eine eigene Literatur und haben gerade zur Zeit eine namhafte Lyrikerin, welches der Unterschied zwischen den von Deutschen geschriebenen Literaturen oder der von Deutschen geschaffenen Literatur in Siebenbürgen und der von Rumänen, Ungarn und Roma geschaffen ist, dann würde ich sagen, es ist ein Kennzeichen und ein Hauptkennzeichen, dass in den literarischen Werken der deutschen Siebenbürgens sehr früh, schon im Mittelalter, in den Epen, die im Mittelalter geschrieben wurden zum Beispiel, die anderen Völker Siebenbürgens genauso eine Berücksichtigung finden wie die deutschen Siebenbürgens, also wie das Volk, aus dem diese Dichter kommen. Was nicht der Fall ist bei den rumänischen Autoren Siebenbürgens, auch nicht bei den ungarischen. Ihnen erscheint die eigene Ethnie so wichtig, so wesentlich, dass sie fast aus dem Blickfeld verlieren, den ebenfalls in Siebenbürgen lebenden Ungarn oder gar den Deutschen. Wenn er vorkommt, als Person in einem rumänischen Roman zum Beispiel, dann nur als Randfigur, während die deutschen Schriftsteller sehr früh das komplexe Siebenbürgen gesehen haben, das ethnisch komplexe, das aus mehreren Ethnien bestehende Siebenbürgen. Also das ist ganz bestimmt eines der wesentlichen Merkmale. Es
Es ist sehr schnell und sehr leicht zu beantworten. Man kann sehr viel darüber schreiben, was ich in meinem Leben auch gemacht habe. Es ist das Motiv der Freiheit. Der Kommunismus lebt vom Gedanken der Unfreiheit des Einzelnen. So wie der Nationalsozialismus gesagt hat, du bist als Einzelner nichts, die Volksgemeinschaft ist alles, du hast dich unter und einzuordnen, sagt der Kommunismus genau das Gleiche, nur auf der anderen Seite der Medaille, du bist als Einzelner, als Individuum nichts, das Kollektiv ist alles, du hast dich ein- und unterzuordnen. Und da bin ich sehr früh, schon als 16-Jähriger, in Konflikt mit der nationalsozialistischen Diktatur gekommen, die Einzug hielt ja auch in Rumänien und besonders natürlich unter den Deutschen in Rumänien. In Rumänien leben neben den Deutschen in Siebenbürgen, lebten die Deutschen auch im Banat. Also der Anteil der Deutschen insgesamt in Rumänien betrug nahezu 800.000-900.000 Menschen. Und das nationalsozialistische Gedankengut und die nationalsozialistischen Propagandaslogans, die wurden früh in diese Volksgruppen hineingetragen, weil man damit auch politische Absichten mit ihnen verfolgte. Mich hat an der nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen zunächst einmal als erster der Rassegedanke gestört. Und zwar der geprägte nordische, blonde, blauäugige Mensch oder gar Übermensch. Und dann sah ich mich in meiner Familie um. Ja, der Vater war blond und blauäugig, die Mutter war schwarzhaarig und dunkeläugig. Und das war die schönste Ehe, die ich mir vorstellen kann. Ergo sagte ich mir, das kann mit der Rassenkunde, wie die Nazis sie uns vermitteln wollen, nicht stimmen. Ich sehe es ja bei den eigenen Eltern, die eine ganz außerordentlich schöne Ehe führen und rassisch überhaupt nicht zueinander passen. Das war das eine. Und da kam für mich, ja für uns alle überraschend, aber für mich eben als einen, der vielleicht es eher mit dem Denken zu tun hatte, als viele meiner Freunde, die sich dem Tagesgeschehen überließen, unmittelbar folgte auf Nationalsozialismus der Kommunismus. Und ich merkte bald, Mensch, das ist ja im Grunde das Gleiche. Ich habe den Unterschied oder die Verwandtschaft der beiden, die geistige Verwandtschaft eben benannt, so dass der Einzelne nichts gilt. Im Fall des Nationalsozialismus die Volksgemeinschaft alles gilt. Im Fall des Kommunismus das Kollektiv alles gilt. Und da war ich natürlich eingeschränkt, erwachsen nun und nicht mehr nur als Kind in der Lage, die Dinge am Rande meiner Existenz wahrzunehmen, sondern ich war mitten hineingestellt ins Leben und konfrontiert mit dem, was Kommunismus ist, im Alltag, im Gespräch. Man war sich nicht mehr sicher, mit wem spreche ich, wenn ich jetzt mit dem Freund XY spreche, ob der nicht längst ein informeller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes, der Securitate ist. Und all diese Zwänge haben mich meiner Natur gemäß, muss ich sagen, ziemlich bald zur Rebellion geführt. Ich bin aus diesen Gründen dreimal ins Gefängnis gekommen, hatte drei politische Prozesse. Im letzten Prozess wurde ich zu 15 Jahren verurteilt. 5 Jahre davon habe ich gesessen. Und die Ursache der letzten Verurteilung, die war nun eindeutig. Da hatte ich mich nicht nur verbal aufgelehnt gegen die kommunistische Herrschaft und Überherrschaft im Land, sondern in gedruckter Form, in Form eines Buches, einer Erzählung, die einen Preis gewonnen hatte bei einem Preisausschreiben, die dann gedruckt wurde und in der ich hinter den historischen Gestalten, die diese Erzählung bevölkern, sah ich die Gegenwart. Und machte das so verständlich, dass jeder aufmerksame Leser wusste, aha, er nimmt zwar die Leute aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts in seine Erzählung auf, gemeint ist aber die Gegenwart. Und damit war alles klar und mein Standpunkt klar. Und das war auch der Grund der Verurteilung wegen Hochverrats und Landesverrats und was weiß ich, was sie alles gegen mich vorzubringen hatten.
Also es ist kurz gefasst, was mich am Kommunismus substanziell gestört, empört hat und zur Rebellion aufgerufen hat, als moralischen Zwang. Ich konnte nicht anders. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich das gar nicht als Herontum empfand, sondern ich konnte einfach nicht anders, als mich auflehnen gegen das, was mir da täglich vorgelogen wurde und was mir und den anderen, allen anderen ebenso wie mir, die Freiheit beschnitt. Es war das Motiv der Freiheit. Ich habe nicht mehr wahrgenommen, weil ich Ende der 60er Jahre, von denen hier die Rede ist, 1968 gelang es mir endlich, wie gesagt, nach dreimaliger politischer Gefängnishaft aus dem Land auszureisen. Ich habe das also im praktischen Leben nicht mehr mitbekommen, was sich da an Paradigmenwechsel ereignet hat. Aber Freunde, rumänische Freunde, die ich bis heute habe, sehr gute Freunde, die mir seit Jahrzehnten verbunden sind, die haben mir einmal höhnisch gesagt, ja, weißt du, als ihr euren großen Prozess hattet, die fünf deutsche Schriftsteller waren wieder in einem Prozess, in 50er Jahren, da dominierte in diesem Land der härteste Stalinismus im ganzen Ostblock. Was sich dann an Paradigmenwechsel gegen Ende der 60er Jahre, 70er, 60er, 80er Jahre geändert hat, war, dass man, und nun zitiere ich, in dieser Zeit konnte man der Sekretärin ans Knie pinkeln und sie streichelte einen noch dafür. Also dieser Paradigmenwechsel ist im Grunde eine Verharmlosung. Die Möglichkeit, eine Kritik am Staat zu üben, gewesen für den Schriftsteller, die es vorher nicht gab. Sie hatte kaum eine Bedeutung für mich. Für mich war entscheidend die Begegnung in meinem Leben als Schriftsteller, von früh an die entscheidende Begegnung mit der deutschen Literatur, mit den großen Namen der deutschen Literatur, sodass ich an Siebenbürgisch deutsche Literatur wirklich nur das wahrgenommen habe, was ich im Elternhaus durch einen viel lesenden Vater, literarisch interessierten Vater, vorfand. Das waren zwei, drei Autorennamen, die auch in Deutschland ihren Weg machten, anerkannt als Erzähler. Ich nenne da vor allem einen, vor dem ich heute noch die größte Achtung habe, das ist Erwin Wittstock, ein Urerzähler, wie er auch gegenwärtig im ganzen deutschen Raum unter den Epikern kaum zu finden und selten zu finden ist. Also eine spezifische Beziehung zur deutschen Literatur Siebenbürgens hatte ich nicht. Meine Beziehung ist eine Beziehung zur deutschen Literatur. Ich muss sagen, streng und ohne Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, so wie ich mich als Angehöriger einer Minderheit in Rumänien empfunden habe, im kommunistischen Rumänien, nicht zuletzt durch die nationalistischen Tendenzen im politischen Denken, im innenpolitischen Denken der Rumänen, auch im kulturellen Denken leider, so habe ich mich auch in Deutschland als einer in der Minderheit empfunden. Meine Vorstellung von dem, was Literatur zu tun hat, was Literatur zu sein hat, was es zu schildern hat, welche ist die Einstellung des Autors zur Gesellschaft, zu dem Buch, das er schreibt, zu sein hat, hat mich auch hier, aber das ist wohl das Schicksal aller ernstzunehmenden Autoren, in eine Rolle gedrängt, die sie nicht unbedingt deckt mit dem, was allgemein gültig ist. Ich bin ein Außenseiter, ich war das immer und ich bin es auch heute noch. Natürlich gibt es diesen Geist Südosteuropas, der im mittleren Europa, also im deutschen Europa und im westlichen, kaum bekannt ist und kaum Berücksichtigung findet, auch nicht in der politischen Tagesdiskussion. Sehen Sie, diese Länder haben
über mehr als ein halbes Jahrtausend fast jedes Jahr mit dem Ansturm der Türken, der Osmanen auf ihre Heimatgebiete zu tun gehabt. Es ging dabei, es sind kleine Völker, 6, 7, 8 Millionen, im Fall der Rumänen sind das etwas mehr, aber nehmen Sie die Kroaten, die Slowenen, die Serben, die Bulgaren. Diese Völker haben um ihre nackte nationale Existenz jahrhundertelang die erbittertsten und verzweifeltsten Kriege gegen die Türken geführt. Das hat sie geprägt in ihrem politischen Denken bis heute. Und das wird sowohl in Berlin als auch in Paris und in Brüssel, wenn man mit Vertretern dieser Völker zu tun hat, heute gerne übersehen, weil es einfach dem westlicheren lebenden Europäer nie dermaßen ans Leben ging während der Türkenkriege wie diesen Völkern im Südosten. Also das kann ich ganz kurz aus meiner Erfahrung heraus beantworten. Ich glaube nicht, dass eine Tilgung des Gefühls und des Begriffs Nation zu einem glücklichen, vereinten Europa führt. Ich muss zuerst als Deutscher intakt sein, auch in meinem Gefühl meiner Nation und der Geschichte gegenüber, die Deutschen haben, um ein glaubwürdiger Europäer zu sein. Der Verzicht auf die nationale Substanz der Europäer wäre doch ein Verzicht auf den kulturellen Reichtum Europas. Jede dieser Nationen, erst recht deren Regionen, haben dermaßen beigetragen zum Gesamtbild, zum großen, vielfältigen, vielgesichtigen Kultur- und Geistesbild Europas, dass es doch hieße, nein, ich bin jetzt kein Deutscher mehr, ich bin ein Europäer, was ich gelegentlich höre, da kommt mir nur zu lachen und ich kann nur den Kopf schütteln und sagen, na, wo leben diese Leute, was haben die für eine, da merke ich, dass ich doch anders denke und anders angelegt bin von Kind auf durch die Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, als der hiesige Deutsche. Das unterscheidet mich in meinem Denken grundsätzlich davon. Ich meine, ich kann ein Europäer dann sein, wenn ich ein intakter Deutscher bin, der geschichtsbewusst, kulturbewusst ist. Okay, dann ist die Basis gegeben. Aber die Nationen, gar die Regionen auflösen in Europa, bedeutet die Zerstörung der Vielfalt der Kultur der Europäer. Ich habe mir vorgenommen, die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Nicht wissenschaftlich zu erörtern, sondern zu erzählen. Stoff genug bietet dieses 20. Jahrhundert. Ich beginne mit dem Ersten Weltkrieg, der am Rande erwähnt wird, und damit beginnt im Grunde das 20. Jahrhundert. Die Jahreszahl deckt sich, wenn ich 20. Jahrhundert sage, begrifflich nicht ganz mit den Vorgängen, die wir als 20. Jahrhundert bezeichnen. Und ich schiede im ersten Band, der 1996 erschienen ist, unter dem Titel »Wenn die Adler kommen«, schildere ich die Zeit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also 1939. Im zweiten Band, der 2006 erschienen ist, »Die Wiederkehr der Wölfe«, schildere ich die Zeit des Krieges, 1939 bis 1945. Das Wesentliche daran erscheint mir, dass ich verschiedene Aspekte der europäischen Ereignisse aus einem Blickwinkel betrachte und schildere, der in der deutschen Literatur, in der gesamtdeutschen Literatur nicht bekannt ist, ein Blickwinkel, der nie eingenommen wurde, und zwar aus dem Blickwinkel des Südosteuropäers. Und da sehen bestimmte Ereignisse, bestimmte Vorkommnisse, Geschehnisse, Überwerfungen anders aus als aus dem Blickwinkel des Mittel- oder des Westeuropäers. Band 3 soll enthalten die Zeit nach 1945 bis zur Wende 1989-90, parallel die Schilderung in den beiden europäischen Hemisphären, der westlichen, des freien Europa und der östlichen, der durch den Kommunismus geknechteten Teils Europas. Dieser dritte Band ist im Grunde auch schon fertig. Es gibt Gründe, über die ich hier nicht sprechen möchte,
warum ich ihn bisher nicht veröffentlicht habe. Also das ist das Vorhaben dieser Trilogie, Band 1 und 2, ich wiederhole summarisch, Band 1 und 2 liegen auf, sind auch ins Rumänische übersetzt worden, haben eine gute Kritik bekommen und mit mehr oder weniger Verständnis für den geschichtlichen Blickwinkel, den ich einnehme. Sie sind allerdings unabhängig davon als epische Werke gut eingeschätzt worden, will ich bescheiden anmerken. Diese Zuordnung stimmt deswegen nicht. Es hat mich tatsächlich eine Zeitschrift vor vielen Jahren als den deutschen Solzhenitsyn bezeichnet, weil ich im Unterschied zum großen Alexander Solzhenitsyn kein Chronist des Kommunismus in Rumänien war. Ich habe viel über den Kommunismus geschrieben, weil das mein Leben war. Ich habe über mein Leben geschrieben, ergo hatte ich auch über das Vierteljahrhundert zu schreiben, das ich im Kommunismus zubrachte, das runde Vierteljahrhundert. Solzhenitsyn hat mit seinem großartigen Buch das Archipel Gulag ja eine Chronik geschaffen mit genauen Zahlen und Daten. Darum ging es mir nie. Das insofern stimmt also dieser Vergleich nicht. Aber ich habe sehr nachdrücklich und wie kein anderer, nicht nur Deutschschreibender, sondern inklusive kein anderer aus Rumänien stammender Autor, ob das nun ein Jude, ein Rumäner, ein Ungar, ein Grieche, ein Serbe ist. Rumänien ist, wie gesagt, eine Vielvölkerstadt und entsprechend viele Literaturen gibt es da. Ich habe als einziger bisher ausführlich, erschöpfend und in zum Teil dramatischen Vorkommnissen über den Kommunismus erzählt, in Form von Romanen. Ich denke hier nur an Der Tanz in Ketten, in Form von Dutzenden von Erzählungen und Novellen, in vielen theoretischen Schriften auch, in denen ich mich essayistisch mit dem Kommunismus auseinandergesetzt habe. So viel zu dieser Frage. Es gibt eine Begegnung, die ich als 15, noch nicht 16-Jähriger hatte, die grundlegend mein Bild von dem, was Literatur zu sein hat, begründet hat. Das ist meine Begegnung mit Kleist gewesen. Ich las als 15,5-Jähriger einen Band kleistischer Novellen und war bis zur Sprachlosigkeit, das war fast eine Krankheit, gelähmt, beeindruckt vom unglaublichen Formwillen Kleist, dieser Mann, der in der Lage ist, zum Beispiel in der Marquise von O, eine lange Novelle so zu erzählen, als würde er sie in einem Atemzug zu erzählen, ohne die geringste matte Stelle, sondern mit einem unglaublichen, energischen, genialen, energischen Griff und Gefühl für Form durchzieht. Das Gleiche lässt sich von anderen Arbeiten Kleist sagen, der Kohnhaas oder was immer wir herbeiholen. Und dieses Erlebnis, was Form ist, in der Kunst überhaupt, es ist für mich von Kleist aus übertragbar gewesen. Ich bin auch Musiker und Berufsmusiker in meinem Leben gewesen. Übertragbar, dieses Formgefühl auch auf die Musik, ist vielleicht das grundlegende geistige Erlebnis meines Lebens gewesen. Die Begegnung mit Heinrich von Kleist. Ich habe Cello gespielt. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Bruder war weltweit gefragter Dirigent. Der Vater war Musiklehrer. Und ich habe von Kind auf, habe ich natürlich mit der Blockflöte begonnen. Dann kam das Klavier, dann kam die Geige. Und dann fehlte dem Vater in unserer Familie im Streichquartett. Er selber war ein sehr guter Geiger. Der Cellist. Und dann kommt der Älteste, du lernst jetzt Cello spielen, damit wir ein ordentliches Streichquartett haben. Und das habe ich dann gelernt. Und als ich aus dem Gefängnis rauskam, war ich mit dem Verbot belegt, Schriftsteller, meine Bücher dürfen nicht mehr erscheinen.
das, was erschienen war, war eingezogen worden und ich durfte nicht mehr schreiben. Nicht nur nicht veröffentlichen, sondern nicht schreiben. Ich wurde auch in meiner Privatwohnung ständig kontrolliert, ob ich nicht doch schreibe, was ich natürlich getan habe. Ich habe sie gut ausgetrickst, diese infamen Brüder. Und da kam mir dann mein Können auf dem Cello zugute. Es wurde in der Stadt, aus der ich herkomme, in Kronstadt, in Südsiebenbürg, eine Stadt von 350.000 Einwohnern, am Oberen Theater ein Cellistenplatz frei. Und ich las das in einer Zeitung, frisch aus dem Gefängnis rausgekommen, Berufsverbot, Mensch, was mache ich? Ich hatte mittlerweile drei minderjährige Kinder. Ich musste Geld verdienen. Und da habe ich 2 Monate fest geübt, damit meine von der Fronarbeit kaputtgemachten Hände wieder beweglich wurden. Handmassage und das habe ich nicht alles damals betrieben. Und da habe ich dann zu dem Wettbewerb bestellt. Da waren 8 Cellisten, die sich angemeldet hatten. Und ich sehe da, ich habe die Stelle bekommen. Und dann war ich fast 5 Jahre lang Cellist am ersten Pult im Orchester der Oper in Kronstadt. Es war insofern für mich ein Riesengewinn, was ich nie gemacht hätte in meinem Leben. Ich habe die italienische Oper kennengelernt als Cellist. Sie hätte mich nie so interessiert, dass ich mich mit der Intensität mit ihr beschäftige, wie ich das berufshalber gezwungen war. Und da ist doch eine Welt für mich aufgegangen, die nicht eben zur musikalischen Bildung des Mitteleuropäers, des Deutschen gehört. Die italienische Opernwelt ist doch etwas, was dem Deutschen fremd und dann wieder nicht fremd ist. Aber ich habe die nun kennengelernt. Wenn man eine Oper 50 Mal spielte und 500 Proben hinter sich hatte, dann kannte man die. Man wusste, wovon man spricht. Und also das ist mein Weg mit dem Cello gewesen. Die Musik zwischen den Vorklassikern und, sagen wir mal, Richard Strauss, aber noch vielleicht 1, 2 Komponisten herwärts, ist für mich das A und O im Grunde meines geistigen Lebens. Ich stelle sie in ihrer Ausdrucksfähigkeit über die Literatur. Sie hat erreicht eine größere Schwingungsweite. Das sagt nur ein Schriftsteller, der mit Leib und Seele Schriftsteller ist, aber beide Künste eben praktisch kennengelernt hat. Die Musik hat das Größte. Es gibt ja diese berühmte Kategorisierung durch Schopenhauer, die Künste kategorisiert, ihre Ausdrucksfähigkeit nach. Und Schopenhauer, aber ich sage das unbeeinflusst von Schopenhauer, in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung findet, das ist sehr, sehr klug gemacht, ein genialer Kopf der Schopenhauer, nicht wahr? Er stellt die Musik in der Ausdrucksfähigkeit, in der Kraft, Emotionen in uns wachzurufen, zu bewegen, über alle anderen Künste und wohl mit Recht. Über die Malerei, über die Dichtung, über die Architektur, alles sagt er großartig, aber die Musik erreicht eben eine Kraft, Schwingungen im Menschen in Bewegung zu bringen, die keine der anderen Künste erreicht. Ich habe das an mir erlebt. Ob das jetzt subjektiv ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber für mich persönlich ist das so. Ich verstehe auch die Sprache von ihrer Musik her. Ich verstehe den Umgang als Schriftsteller in erster Linie nicht mit einem Stoff. Der Stoff interessiert mich in zweiter Linie. Für mich ist der Umgang mit der Schriftstellerei der Umgang mit der Sprache. Und in dieser wunderbaren deutschen Sprache liegt so viel an Ausdrucksfähigkeit. Sie ist ja eine der wortreichsten Sprachen der Welt. Ich sehe zum Beispiel, ich schreibe jetzt eine Arbeit, so wie ein 95-Jähriger, der nicht mehr so genial über die Papierseiten hinfährt, sondern jedes Wort überlegt. Da begegne ich Wortmöglichkeiten, zum Beispiel für Schauen. Da komme ich auf 18 Möglichkeiten, Schauen zu sagen, blicken, gucken, betrachten, beobachten, sehen. Es ist unglaublich, was die deutsche Sprache zur Verfügung steht. Und mit diesem Instrumentarium sich zu beschäftigen, das ist schon ein Abenteuer.
Wir kommen nun zum musikalischen Höhepunkt unserer Festveranstaltung. Und ich habe mir für diesen Geburtstagsgruß für Sie, lieber Herr Dr. Bergel, ein ganz besonderes musikalisches Geschenk ausgesucht. Die Welturaufführung eines Quintetts mit dem Namen Siebenbürgen des walisischen Komponisten David Bullock. David Bullock hat dieses Stück geschrieben, inspiriert durch eine Ausstellung, die vor 5 Jahren im Haus des Deutschen Ostens gezeigt wurde. Die Ausstellung hieß Mitgenommen, Heimat in Dingen. Und in dieser Ausstellung haben wir Dinge präsentiert, die Menschen im Schicksal von Flucht und Vertreibung mitgenommen haben, als Erinnerungen bei sich behalten haben oder Spätaussiedler nach Deutschland mitgebracht haben und die ihnen als Stütze ihrer eigenen Identität und Herkunft bis heute dienen. Und aus dieser Inspiration hat David Bullock in der Folge ein Stück geschrieben mit musikalischen Themen aus Siebenbürgen. Herr Bergel, wir haben Ihnen das, die Welturaufführung, zum Geburtstag gewidmet. Das Quintett wird heute aufgeführt von dem Stringquintett von Peter Clemente. Dieses spielt heute in folgender Besetzung: Christoph Henschel, erste Violine, Nicola Birkhahn, zweite Violine, Monika Henschel, Viola, Konstantin Pfietz, Violoncello und Peter Clemente am Kontrabass. Und nun möchte David Bullock auch noch ein paar Worte zu diesem Stück sagen. Sehr geehrter Herr Dr. Bergel, es war mir eine große Freude, so viele schöne Melodien aus dem Siebenbürgenland zu entdecken und zu einem musikalischen Geburtstagsquintett zusammenzufassen. Ich wünsche alles Gute und gratuliere recht herzlich.
Thank you.
Lieber Hans Bergel, wir hoffen, dieses Geburtstagsgeschenk hat Ihnen Freude bereitet und wir möchten Ihnen zu Ehren nun das Glas erheben und zwar mit Verspätung und Abstand noch einmal ganz herzlich zu Ihrem 95. Geburtstag gratulieren. Leben Sie hoch!